Bücherfreunde, heute stelle ich euch beim 23. Adventskalendertürchen das Buch Mission Erde von Robert Mark Lehmann vor. Ich bin auf Robert Mark Lehmann aufmerksam geworden durch einige YouTube-Videos von ihm selbst, von Interviews und Ähnlichem. Und ich war so fasziniert von seiner Art, auf Umweltschutz, Tierschutz hinzuweisen, zu zeigen, was es für Missstände auf dieser Erde gibt. Und ich finde auch seinen Werdegang super spannend. Und so bin ich losgetigert, habe mir das Buch besorgt, was ihr auch in der Infobox findet. Und das Schöne ist, wenn ihr euch dieses Buch besorgt, dann schützt ihr einen Quadratmeter bestehenden Regenwald, wenn ich mich nicht irre, oder bestehenden Urwald, was viel besser ist, bestehenden Urwald zu schützen, als eben neue Bäume zu pflanzen. Nur so das, by the way, ein Buch, was mich mega geflasht hat. Zum einen liegt es an der Art, wie Robert Mark Lehmann die Welt sieht, was er alles schon erlebt hat. Er ist ja Meeresbiologe, hat lange in einem Aquarium gearbeitet, hat also auch mit Tieren, mit Fischen, Haien, was auch immer, Säugetieren gehandelt, bis er irgendwann gemerkt hat, wie schrecklich das einfach ist, was er hier tut. Er ist Fotograf, er ist Taucher, er geht auf Missionen und irgendwann hat er eben gesagt, die Welt ist es wert, dass man um sie kämpft, und hat uns in diesem Buch zu Zeiten 2020 alle Dinge so ein bisschen niedergeschrieben, was er erlebt hat, an welchen Expeditionen er teilgenommen hat, welche Missionen er verfolgt hat. Wir sind bei Rettungsaktionen dabei, wir sind dabei, wenn er undercover unterwegs ist, was man eben manchmal auch sein muss. Man merkt, wie geduldig er manchmal sein muss, was er von seiner Art, wenn man ihn auf seinem YouTube-Kanal verfolgt, in seinen Livestreams bemerkt, wie er ist in Interviews, was, glaube ich, nicht so einfach für ihn ist, das muss man ganz klar sagen. Er hat sich der Umwelt, den Tieren verschrien, er hat wirklich vieles schon gemacht, es wird auch vorne wirklich aufgeteilt in wie, was er so getan hat, von operativen auf gefährlicher Mission. Da ist er in Sumatra, in Borneo, er ist in Indien. Dann geht es um Fische von Haien über Finnwale. Dann natürlich auch das Aquarium-Business, wo er ja wirklich lange Zeit sehr, sehr tief mit drin gesteckt hat. Es geht dann um Haie, die eben vom Jäger zum Gejagten würden. Das ist ja wirklich, also mal ein Hai in real life treffen, das wäre wirklich ein Highlight für mich. Dann geht es um Orcas, es geht dann natürlich auch darum, was man eigentlich tun kann. Er gibt eben auch Tipps, dass natürlich die Situation, wie sie jetzt ist, so nicht weitergehen kann, dass wir schon an einem ziemlich Endpunkt sozusagen sind, was manche Arten angeht. Das Artensterben ist nicht mehr aufzuhalten, wie viele Tiere es mittlerweile nicht mehr gibt. Da erzählt er auch etwas über ein Nashorn, wo er vormittags in der Schulklasse noch einen Vortrag gehalten hat und ich glaube von 10 Nashornarten gesprochen hat, und mittags erfährt er, dass das letzte männliche einer Nashornart gestorben ist und somit waren es nur noch 9 wirkliche Arten, weil ohne männliche Tiere kann man natürlich auch nicht wirklich züchten, zudem wenn auch Nashörner natürlich schon relativ alt sind, aber das führt jetzt zu weit. Er erklärt uns in dem Buch, was schrecklich an Aquarien ist, warum Zoos nicht gut sind, warum natürlich auch nicht jeder einfach eine Safari machen kann in Afrika. Er warnt uns davor, Dinge durchzuführen, sei es Schnorcheln und Tauchen mit Delfinen, weil diese eben in Gefangenschaft leben, da teilweise oder sehr häufig nach 2 Jahren auch Suizid begehen. Erklärt über die Tiere auf, über Fische, über die Säugetiere, dass Orcas im Grunde 1:1 wie wir sind. Es geht weiter mit den Orang-Utans und da hat mir wirklich auch das Herz geblutet. Es ist eindringlich erzählt mit aller Härte und Direktheit, die eben Tierschutz, Umweltschutz einfach braucht. Ich glaube, dass seine Art bei manchen aneckt, weil es gibt bei ihm keine Grauzone. Es gibt gut und schlecht, es gibt gut und böse und eigentlich nicht viel dazwischen. Und ich denke sehr oft genauso wie er. Natürlich ist das im täglichen Alltag immer ein bisschen schwierig. Man muss natürlich auch irgendwie mal sein Zwischending finden. Es kann keiner von uns perfekt leben. Das sagt er auch selbst im Sinne von, man müsste ja im Wald nackt sitzen und sich nur von Rinde ernähren. Und dann dürfte man eigentlich auch kein Reh erschrecken mit der Nacktheit. Das wäre vielleicht perfekt, so ist das nicht. Aber jeder von uns kann in kleinen Schritten und eben vor allem, wenn es um den Konsum geht, eine Entscheidung treffen mit seinem Kassenzettel unter anderem. Und da bringt er eben auch Beispiele, dass nicht alles so ja hilflos ist, wie es erstmal irgendwie scheint. Wir erfahren in diesem Buch sehr direkt, sehr eindringlich, das ist so das Wort, was mich wirklich mit diesem Buch beschäftigt hat, wie
explizit alles geplant ist, dass es Plan A, B, C und D gibt. Es ist, also der Mann verdient von mir den höchsten Respekt für die Dinge, die er hier durchgeführt hat, worauf er aufmerksam macht. Es gibt auch eine Show auf Vox, die Mission Erde heißt. Man kann eben auch auf seinen YouTube-Kanal, packe ich auch mal unten rein, sich ganz viele Dinge ansehen, wie er aufklärt, wie er Dinge betrachtet, wie er ja eben auch einfach auf sein Spezialgebiet, das Wasser, auf die Meereswelt im Grunde eingeht. Ich finde es großartig. Es ist ein Bild drin von einer Kegelrobbe. Das finde ich großartig. Da liebäugle ich schon mit dem Plakat dazu. Ich habe es jetzt leider, glaube ich, nicht markiert. Und für dieses Bild wurde er 2015 auch als National Fotograf des Jahres ausgezeichnet. Ach, hier ist das Bild. Ich hoffe, man darf es jetzt auch zeigen. Ein gelungenes Bild. Und hier oben sieht man das nochmal. Man muss sich ja mal vorstellen, das ist, glaube ich, ein 400 Kilo schweres Tier. Also wirklich, es ist hart. Es gibt Stellen und bei mir gab es auch so 2-3 Stellen, wo ich wirklich mal ein paar Sätze vorgeskippt habe, sozusagen, wo ich mal ein Blatt umgeschlagen habe, weil es sehr explizit manchmal wird. Also sei es bei den Haien, was da mit den Flossen passiert, wie das passiert, was da für Menschen dahinter stehen. Bei den Orang-Utans, wo es mir unheimlich ans Herz geht. Also ich habe eine große Liebe für das Wasser, aber auch für Affen, für die Primaten. Und ach, das fand ich schon immer faszinierend. Ich habe da wirklich sehr auch mal mit Tränen gekämpft, mit Erschütterung, auch wenn man das alles weiß. Und ich gucke sehr viele Dokumentationen an. Da gibt es auch einiges Cooles bei Disney Plus. Und man kann sich da wirklich belesen, man kann sich beschauen und man muss aber mit diesen Bildern auch irgendwie leben können, wenn man es dann weiß. Und nicht jedem, mir ist es nicht gegeben, ist es dazu da, dass man es verdrängt. Ich kann das wirklich sehr schwer, mich verfolgt es nächtelang auch in Träume und ich brauche dann auch einen nötigen Abstand zur Nacht. Also ich lese sowas durchaus eher am Tag, als dann eben auch, ja, dass es wieder besser wird. Und man muss das auch einfach können, man muss es wollen, man muss sich dem klar sein, dass das kein Buch ist, was man einfach mal so locker flocker wegliest, sondern am besten macht es etwas auch in euch, bringt euch zum Nachdenken, macht euch auf Missstände und Umstände irgendwie aufmerksam und ja, also ich, großes Highlight. Also es ist toll erzählt, es ist aus seiner Sicht erzählt, es ist persönlich, es ist direkt und es ist einfach eindringlich und es hat mich sehr mitgerissen. Und ich bin ein großer Fan von dem, wie er es tut. Wie gesagt, über seine Art scheiden sich wohl die Geister. Ich glaube, entweder findet man ihn sympathisch oder man kann gar nichts mit ihm anfangen. Aber dieses Buch zeigt eben wirklich, was auf dieser Erde los ist, was ihm in diesen 10, 12, 15 Jahren irgendwie auch passiert ist, was er erlebt hat, was er daraus mitnimmt und was er jetzt eben alles besser machen möchte. Und ich schwärme schon viel zu lange darüber. Also ein wirkliches Highlight, was mir sehr, sehr ans Herz gegangen ist und was ich wirklich aus vollem Herzen an alle im Grunde empfehlen möchte, die eben auch mal etwas Ernsteres lesen wollen und eben auch einfach mal wissen wollen, was auf dieser Erde vielleicht so ein bisschen vor sich geht. Mission Erde, mein Kalendertürchen Nummer 23 und ich bin froh, dass ich es noch in diesem Jahr gelesen und beendet habe. Und jetzt stehen wir einen Tag vor dem Heiligabend. Ich hoffe, ihr habt alle Geschenke besorgt, alles eingepackt, weil es ist auch der Baum schon geschmückt oder vielleicht kommt das Christkind oder der Weihnachtsmann heute Nacht und erledigt das. Ich hoffe, ihr startet morgen gut in den Heiligabend und morgen gibt es auf jeden Fall nochmal ein kleines Türchen und ich wünsche euch jetzt einen wunderbaren 23. Dezember. Lasst es euch gut gehen und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video, im nächsten Türchen wiedersehen. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.